Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei Ghost Recon Wildlands. An meinen Seiten sind wieder unsere kleinen Pappnasen, die Nawoka. Hi. Der Enno. Hallo. Und unser Sani Flöter, Töter, der Wander. Servus. Granate Fiss. Ja, nee, ist klar. So viel dazu. Aha. So, und das bevor wir jetzt wieder in unsere Rollen springen, ich weiß gerade nicht, was wir genau machen. Wir kümmern uns um die nächste Mission. Na dann. Da darf ich erstmal einsteigen. Ach ja, Fenster auf. Na, was sagt das Navi? Nach links. Das ist ein LKW! Oh Gott, Gott. In Deutschland hast du jetzt schon einen Funkschalt verloren. Ach. Stellt euch nicht so an. So, und hier jetzt wieder nach links. Nein, nein. Das kriegt er ja wenigstens hin. Naja, Frau, so. Mag nicht. Beim Zurücksetzen hat er mich das letzte Mal angefahren. Beweist es mir. Können ja gerne die Satellitenbilder nochmal abrufen. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch alles auf Kamera aufgenommen hier. So, ach. Auf Helmkamera und so. Wir müssen doch Berichte schreiben, wenn wir wieder zu Hause sind. Naja. Ja, Bürokratie. Ach, wir schreiben einfach, wir haben Bolivien befreit, alle anderen sind tot und wir leben noch und das Land ist jetzt bereit für die Besetzung oder durch uns. Wir haben Öl gefunden, dann haben die gesagt, ja, unser Auftrag ist erfolgreich. Na prima. Und dann treffen wir noch irgendwo auf Lawrence Dingsbums da, wie er hieß. War das? Ah! Der Typ aus der Matrix da. Aber im Gerecht entscheidest du dich. Ich? Achso. Ja, die blaue oder die rote? Ja, mir hat irgendwie ein Einheimischer gesagt, es ist wohl eine Salzwüste und da soll wohl dieser Stuhl rumstehen aus diesem Film. Ja, warum? Fuß war das. Das kriegen wir. Bei der Kreuzung biegen wir nach links ab, aber da ist schon bald die Schlachterei, wo wir hin wollen. Deswegen sollten wir uns vorsichtig rantasten. Okay. Also hier könnten wir stehen bleiben zum Beispiel. Ja, erstmal zurücksetzen und den Morgen einen halben Meter auf der Straße vor. Deswegen, das war bewusst. Mhm. So, vor uns das Industriegelände, das ist eine Schlachterei, eine alte. Da soll angeblich jetzt ein Kokainlabor oder sowas sein. Wir sollen das am besten infiltrieren. Dafür brauchen wir den Assistenten, der uns den Code verrät, und dann müssen wir durch die Tür rein. Ich werde mal kurz gucken, wie es aussieht. Starte Drohne. Ich sehe hier gerade am Eingang noch niemanden. Das ist ein ganz schön weitläufiges Gebiet hier. Und sehr viele Passanten. Mhm. Ja, da würde ich sagen, die passieren wir. Ich habe noch einen Tango. Tango Nummer 3. Ich habe hier etwas mittlere Entfernung Feinde. Okay, ich ziehe mich erstmal zurück. Da, wo ich markiert habe, oder? Nein, etwas die Straße weiter runter. Okay. Wieder bei dir. Also die Straße ein Stück runter, da ist ein so eine Art Checkpoint, okay, da steht wir auf jeden Fall ein Feind. Sobald wir drin sind, schalten wir die Kontrollsysteme genau aus. Wenn ich haben wir irgendwo eine Möglichkeit, wo ich mich aufs Dach bewegen kann oder sonst irgendwas, damit ich auch was sehe? Blickkontakt, einer im roten Ziegelhaus. Einer im Ziegelhaus? Dann ist noch einer vor dem Ziegelhaus. Oder sehen wir denselben und die ich das? Den genau, meine ich. Genau, dann okay, ist es nur einer. Ist der sicher alleine? Ich sehe hier noch nichts. Müssen ja, das ist alleine. Bleiben? Wie bitte? Ob wir unentdeckt bleiben müssen. Wir müssen den Assistenten befragen, deswegen denke ich mal ja.
Außerdem wäre es von unserem Vorteil. Ja. Ich befinde mich jetzt an der, ich nenne es mal Südost Ecke des Geländes. Südost? Also ich nenne es also mal Südost. Also beim Ziegelhaus? Ja, so in etwa. Okay, also 2 kann ausgeschaltet werden. Der ist alleine. Und der ist runter. Okay. Wäre aber schlecht fast schief gegangen, weil die 3 da gerade vorbeimarschieren wollte. 3 ist sehr weit weg gewesen. Nee, die ist direkt hinter ihm entlang gelaufen. Kann ich nicht bestätigen. Nicht in Sichtweite. War mit der Drohne drüber. So, wir haben die Straße, die da reinführt, die an dem Ziegelhaus vorbeiführt. Da ist auf der linken Seite ein Gebäude, da sind auch noch Feinde drin. Bis jetzt sehe ich einen, aber eben war da, glaube ich, noch einer mehr. 1 und 3 hat sich mein Sichtfeld verlassen. Ich kann über das Ziegelgebäude in das Gelände rein. 2 ist anscheinend auch alleine. Ein Schuss fällt auf 2. Also N und Wanda können zu dem Zirkelgebäude vorrücken. Verstanden. Okay, hab David einen Blick aufs Gelände über die Einfahrtsstraße. Okay. Ich habe keine Möglichkeit, mich zu stationieren, um euch eure Rückendeckung zu geben. Ich sehe auch keine erhöhte Position. Ich werde selbst vorrücken. Auf der Spitze des großen Stahlgebäudes, in der relativ in der Mitte des Geländes, sieht man 2 Leute. Ist das die C-Person? Ich höre schon wieder einen Singen nach vorne. Ja, genau. So, auf welcher Spitze hattest du? Wenn wir einen halben Klick vorwärts auf das schwarze Gebäude, direkt genau da. Das ist nicht unsere Zielperson, aber der ist sehr gefährlich, weil der eine stationäre Waffe hat. Okay. Also 4 auf jeden Fall ausschalten, bevor wir weiter vorrücken. Der ist auch alleine. Sehr gut. Auf offener Straße läuft einer. 2 und 3. Nein, ich würde erstmal die Laufwege von 2 und 3 überprüfen. 2 repariert jetzt sein Auto. 1 und 3 sind diejenigen, die hier die ganze Zeit im Kreis ran. Kann ich bestätigen? Ich müsste halt irgendwo mal auf irgendein Gebäude drauf oder sowas, damit ich besser sehen kann. 2 kann, solange in der Garage ist, ausgeschaltet werden. Kein Sichtkontakt. Jetzt, wo er rauskommt, lieber nicht, falls 3 da lang patrouilliert. Wenn ich es richtig sehe, geht 3 seine Runde immer hinten in das etwas größere Zielgebäude. Eventuell, wenn er durch den Eingang ist, erledigen. Allerdings dauert das jetzt, bis er wieder durchgeht. Ja. Sobald er die nächste Runde rumgeht, dann können wir den hier beim LKW ausschalten. Könnt ihr quasi von der Straße ein bisschen nach links gehen und Nummer 2 im Haus umbringen? Kann ich bestätigen. Ist möglich. Überquer die Straße. Jetzt bei der Garage. Sobald möglich ausschalten. Eine Garage weiter. Ausgeschaltet. 4 kommt in eure Richtung. Der arbeitet eine Garage weiter.
Aber hat bisher noch nicht in die Garage rein patrouilliert, wo 2 gerade gestorben ist. Ich hätte aber Schussmöglichkeit auf 4. Negativ 3 könnte es sehen, ja. Erstmal warten. Vier kann jetzt ausgeschaltet werden. Ich muss warten, bis die 3 rum sind. Sie ist zu nah bei mir. 3 kann ausgeschaltet werden, theoretisch. Noch? Ja, 3 ausschalten. Mehr. Keine Möglichkeit mehr, 3 auszuschalten. 3 ist down, nicht in der Ecke. 4 okay. Ist. Fuck. Halt still da hinten. 4 ist down. Okay. Wir haben ein Luftabwehrsystem. Ah, ich sehe Möglichkeiten, um hochzuklettern. Okay. Rechte Seite stehen jede Menge Container, da versuche ich jetzt irgendwie hochzukommen. Befinde mich im Autohangar hinter dem Gebäude von Nummer 3. Von Nummer 3? Ehemalig Nummer 3. Bei Enno in der Nähe? Das weiß ich nicht. Ich sehe ein mögliches Radarstörgerät sowie die 2. Ja, kann ich bestätigen. Das ist kein Radarstörgerät, das ist ein Luftabwehrgerät. Ja, aber ich dachte, das wäre typischer Kartellscheiß. Ja, das kann man nur mit starker Sprengung erledigen. Hausnummer. Macht keinen Unterschied. Also 2 kann ausgeschaltet werden. Na, hoffen, dass er nicht vom Dach fällt. Schuss ging daneben. 2. Schuss abgesetzt. Okay. Er dreht sich natürlich genau in dem Augenblick zur Seite. Kontakt. Der Funkkontakt hat irgendeine Reaktion bemerkt. Ja, er konnte anscheinend noch funken, bevor er umgefallen ist. Wenn wir uns jetzt verstecken, dann... Ja, Position wechseln und verstecken. Verstanden. Verstanden. Ich hänge in einer Ecke. Finde mich hinter den Garagen. Finde mich hinter dem Autohanger. Mindestens 3 Gegner bei uns. Die kommen jetzt zu den ganzen Containern, die da stehen. Dann haben sie mich entdeckt. Ich bewege mich erstmal noch nicht. Okay, so wie ich den Funkkontakt verstehe, haben sie ihre Position verloren. Ja, aber sie sind noch auf der Suche. Ich werde selbst die Position wechseln. Was sagt Zielmarkierung 3? Die ist da relativ nah bei mir. Macht die dafür Späße? Kann ich nicht einsehen. Kann aber sein, dass die von gegen den Zaun laufen, macht er. Der will zu mir. Okay, Funkkontakt hat, glaube ich, ergeben, dass sie uns nicht mehr suchen. Nee, die sehen sehr entspannt aus. Nummer 3 bewegt sich wieder weg. Das ist gut. Hätte Freischuss bei Nummer 4. Positiv, ich auch. 4 kann ausgeschaltet werden. Willst du, Enno? Weniger. Ich wechsle mal Position, rücke ein bisschen weiter vor und gucke, ob ich eine andere Stelle finde, wo ich mich einnisten kann.
Person 3 scheint auf seine ursprüngliche Position zurückzugehen. Mhm. Ich befinde mich oben auf dem Zentralgebäude, was ziemlich genau in der Mitte ist von uns allen. Verstanden, sehe ich. Wo die Person mit dem schweren Gerät stand? Negativ. Das mit dem Spitzdach. Bei den beiden LKWs. Ah, sehe ich. Ja, positiv. Habt ihr erkannt. Werkstätten. Drei kann ausgeschaltet werden. Aufpassen, da ist dein Geschütz. Negativ, kein guter Sichtkontakt. Ich schalte ihn gleich aus, Alter. Er hat ein Funkgerät in der Hand. Der Tango ist hin. Okay, ich rück selbst wieder vor. Die Drohne hat nicht genug Reichweite. Ich sehe, Zielmarkierung 2 könnte sich ausschalten. Sie befindet sich allerdings mittig auf der Straße. Dann lieber noch nicht. Verstanden. Korrekt. Achso, das ist. Okay, nix. Befinde mich jetzt in einer Schlachthalle. Die Drohne ist unterwegs. Wo ist die Schlachthalle? Links von meiner Position. Ja. Am Ende der Einfahrtsstraße beim LKW, das Gebäude links. Ja, ich sehe dich. Ja. Du solltest tunlichst beim nächsten Mal, wenn wir in irgendeiner Stadt sind, was um deine Uniform tun. Das ist schlimm. Du siehst ja aus wie unsere Feinde. Das ist Ziel des Ganzen. Ja. Nummer 3 ist hinter dem Schlachthaus. Steht da alleine. Könnte aber eventuell Patrouillen laufen. Wenn möglich ausschalten. Beim nächsten Mal fängst du dir eine Kugel ein, wenn du noch so aussiehst. Also, das ist nicht gut. Nummer 3 steht mit dem Rücken zum Schlachthaus. Alleine? Alleine. Er patrouilliert jetzt aber. Geht aber Richtung Straße. Moment. 3, 2, 1. Oh. Okay. Ich hoffe, das okay. War gut. Niemand gemerkt. Ich denke hat nicht. Keiner gehört. Nein. Nee. Brauch nur das halbe Magazin. Wie wär's mal mit einem Schalldämpfer? Ist einer drauf. Aha, warum ist die Knarre dann so laut oder war das seine? Er hat nicht geschossen. Das ist ein billiger Schalldämpfer. Ich habe 2. Ich schau mir gerade das dreistöckige Gebäude an. Bisher ist es leer. Vielleicht wäre das Dach davon auch noch eine Option für den Scharfschützen. Welches Dach? Bitte wiederholen. Das dreistöckige Gebäude. Oder ist das innen drin leer? Bisher ja. Bin aber noch nicht bis zum Dach gekommen. Wo ist unser Sunny? Doch, ist leer. Befinde mich. Zusammengeflickt werden muss? Nee, befinde mich bei der Lagerhalle. Immer noch bei der Schlachthalle. Das ist gut, das ist dann hier ungefähr in der Nähe. Dann, ja. Au. Reaper 2 kommt die Straße entlang. Ich wechsel Position. Er hätte freies Schussfeld. Allerdings. Die vor, dass andere ihn sehen können. Er geht wieder zurück. Was ist denn hier der verfluchte Eingang von diesem Ding? Natürlich auf der anderen Seite, war ja klar. Wir peitschen da in ihrer Nähe. Kokainvorrat gefunden. Was? Freu ich mich auch gerade. Du hast anscheinend Kokain gefunden. Ich habe erstmal medizinische Vorrichtungen. Ein Helikopter befindet sich über unserer Position. Reaper, wo bist du? Gleich oben auf dem Dach. Okay. Bin ich in den kleinen Container. Hätte hier sonst eine zweite Position. Ich hab das Koka gefunden. Schön hier. Ja, ich sehe dich. Da ist aber irgendwo jemand. Das ist Nummer 1 hinten raus. Und Nummer 2 rechts. Ich glaube, war dieser. Patrouilliert dieser Helikopter hier? Er fliegt direkt übers Gelände drüber, ich weiß es nicht. Wenn ich den angreife, kommt der runter. Wenn er uns nicht findet, dann ist okay, dann soll er weiterfliegen, aber ansonsten könnte er zum Problem werden, das ist Unidad. Drecksbullenschweine. Wir haben bis jetzt noch nicht unsere Zielperson gefunden. Ich sehe ein weiteres Ziel. Wo? Ja, das ist schwierig anzusagen. Nördlich meiner. Ja, genau der. Na, 2 sieht ihn gerade.
Alarm ist aus. Ich sehe einen Generator. Alarmanlage ist ausgeschaltet. Wo ist der Generator? Der Generator ist bei 2, genau. Schießen ist doof. Wenn wir den ausschalten würden, hätten wir auf jeden Fall einen erheblichen Vorteil hier drin. Zumal die Zeit gerade mit uns spielt. Ich habe die Tür gefunden, wofür wir den Code brauchen. Verstanden. Möglichkeit 2 ist auszuschalten, besteht jetzt. Dann jetzt ausschalten. Annäherungsmeldung war gerade bei mir. 2 ist ausgeschaltet, liegt aber leider auf der Straße, ist zu weit geflogen. Ja, aber es ist niemand bei ihm in der Nähe. Gehe jetzt das eine Treppe zum Blechgebäude hoch. Ist noch jemand? Seh dich, du bist vor mir. Wir müssten halt irgendwie an den Generator drankommen. Ja, gibt es sonst eine andere Möglichkeit, die Beleuchtung auf der Hauptstraße hinter dem Raffineriegelände auszuschalten? Höchstens die Beleuchtung selbst abschießen. Was allerdings einen sehr großen Lärm verursachen würde. Ja. Ich könnte halt den Generator von hier oben auch ausschalten, indem ich einfach drauf schieße, aber die Explosion wäre halt extrem groß. Also der Generator ist gesichert, da ist keine Person außenrum. Müsste irgendeiner von den zwei hier unten, Enno oder Naro, Enno oder Wanda. Benötige die Position des Generators. Der Generator befindet sich auf der Straße rechts von meinem vierstöckigen Gebäude. Die Straße weiter hoch und dann auf der rechten Seite ist so ein, ja, was ist das? So ein kleines Vorgebäude mit Rohren und so ein Scheiß. Wann war andere Richtung die Straße entlang? Kannst du mich mit der Drohne leiten? Ja, folg mir. Hier oben ist die Eingangstür dazu. Moment, ich warte noch den Gang von 3 ab. Ich könnte 3 ausschalten. Ja, muss nicht mehr ausgeschaltet werden. Ist jetzt außerhalb Sichtweite. So, bin bei der Generatortür. Und schalte jetzt den Generator aus. Okay, Dunkel Lights. Sehr gut. Bin auf Nachtsichtmodus. Ebenso. Passt mit der 1 da ganz hinten auf. Das ist möglicherweise ein Scharfschütze. Der befindet sich innerhalb eines Gebäudes und geht immer nach oben und zielt vor irgendwas. Allerdings sagt mir mein Gewehr, dass das Biest zu weit entfernt ist. Ich würde viel zu hoch zielen müssen und habe dann ja eine nicht genaue Schuss. Da kommt ein Zug. Nicht vom Zug überfahren lassen. Positiv. Aber die 3 reinscheuchen oder reinschubsen einfach mal so. Ups, Entschuldigung. War ein Unfall. Das sind die einzigen beiden Gegner, die wir jetzt hier noch haben, oder haben wir hier noch irgendwie mehr? Ich schätze, dass hinten bei der 1 im Haus noch welche sind. Irgendwo muss auch die Zielperson sein. Das Wärmebild sagt nix. Okay. Habt ihr das auch gerade gesehen mit dem LKW? Nein, negativ. Aliens, sie kommen! Ich habe es schon immer gewusst, wir sind nicht allein im Universum. Das macht hier nicht allein Sinn, das wussten wir ja vorher. Ich folge die Möglichkeit jetzt. Möglichkeit 3 auszuschalten habe ich jetzt. Ja, für mich wäre das positiv. Ausschalten. Tot. Ein Passant hat das gesehen, aber ihn interessiert es nicht zum Glück. Das sind Zivilisten, die freuen sich darüber, dass wir die Jungs wegmachen. In den Hallen scheint keiner mehr zu sein. Wir rücken vor zu den Betonbarrikaden. Wir haben Scharfschützen hier. Nummer 2 ist Scharfschütze, aber der guckt in eine ganz andere Richtung.
montierter Waffe. Und hier haben wir noch einen, der bei einer Turret steht. Kein Schussfeld, weder auf 1, 2 noch auf 3. Ich rücke einmal vor zu Enno. Wanda? Ne, zu Wanda, Entschuldigung. Okay, da drücke ich Punkt 3 vor. Kriege ich ein freies Schussfeld. Da kommt dein Fahrzeug, Enno. In der Deckung. Positionsangabe bitte. Die Straße zwischen der Raffinerie und dem hinteren Gelände. Sehe die Verstärkung. Hab sie mit 4 markiert. Dürfte jetzt abziehen. Wurdet ihr gesehen von dem? Negativ. Negativ, er wollte mich gerade decken. Ich bestätige, die Verstärkung ist bei mir ausgestiegen, wieder eingestiegen, dreht um, kehrt zurück. Okay. Ich wollte gerade vorrücken, so viel dazu, die müssen das noch riechen. Ist aber, glaube ich, nur eine einzelne Person in dem Jeep. Ich befinde mich jetzt an dem Bahnhof. Wo ein Zivilist ist. Als du an den Silos vorbeimarschiert bist, beziehungsweise ihr, habt ihr da gesehen, ob da Leitern dran sind? Positiv, bei einer war eine Leiter dran. Okay, bei welchem? Kann ich nicht mehr sagen. Schwarz oder weiß? Grau, war also eher weiß wahrscheinlich dann. Ja, weiß, okay. Ich versuche Positionsänderung, Scharfschütze ist nicht auf Position. Moment, kann es sein, dass wir den Code schon bekommen hatten? Die Möglichkeit besteht. Ich glaube, der letzte Typ, der hat uns noch irgendwas erzählt. Aber war das der Code für diese Tür? Ich glaube ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, du hast den aufgeschrieben. Guck doch mal in deinen ganzen Zettelwürfer. Ich habe auf jeden Fall eine Waffenkiste gefunden gerade. Juhu. Ja. Dann einmal wieder zurück zu dem Generator. Beziehungsweise wir sammeln uns mal am Generator. Verstanden. Bin unterwegs. Scharfschütze auch? Ja, alle. Bin unterwegs. Positiv. Ich könnte gerade aber ohne Probleme die 2 erledigen. 2 ausschalten, wenn möglich. Was auch eine gute Position für unseren Scharfschützen wäre. Wo war denn nochmal die 2? Ich hab's jetzt gerade nur gesehen, die Markierung. Bei der Bahnbrücke ist ein Häuschen. Verstanden. Ein Scharfschützenhäuschen. Das ist verstanden. Starte Drohne. Beim Generator. Okay. Ach so, da. Ach da! Dann einmal mir nach. Hab ich schon mal erwähnt, dass unsere Anführerin ganz schön Knackarsch hat? Ich sehe eine Waffenkiste. Positiv, weiß ich nicht. Oh, was haben wir denn hier? Neue Spielzeuge. Das wollte ich schon immer. Was ist das gewesen? Eine Pistole. So, und jetzt können wir hier auch gleich die Tür ausprobieren. 5.7 USG, die ist schlecht. Dann auch. Auf den Schalter einfach. Gut. Wow. Achtung, Auto. Bestätigt. Okay, sehr gut. Aber es scheint der Code zu sein, den wir schon bekommen haben. Okay.
Okay, also müssen wir weiter vorrücken. Ich werde fahren. Also müssen wir hier... Ah ne, wir müssen hier rein. Ja. Ich würde sagen, auf dem gegenüberliegenden Gebäude könnte der Scharfschütze sich einmal positionieren, um die Gegend zu sichern. Wird erledigt, ich habe nur gerade das Fahrzeug weggetan. Okay. Leider ist die Leiche dabei rausgeschmissen worden. Ich werde mich quasi nebenan im Silo verstecken. Und werde mit der Drohne assistieren. Ich mache die Tür auf. Okay. Bereit? Ja. Enno und du, ihr geht zusammen da rein. Okay. Verstanden. 3, 2, 1, wir gehen go. Gut, wir sind drin. Zuerst in den Kontrollraum. Verstanden. Untere Etage 4. Oben scheint eine Art Kontrollraum zu sein. Verstanden. Ist jetzt niemanden gesichtet. Positiv. Ah, wieder ja, rein. Obere Etage sauber. Die Steuerung ist hin. Damit steht die Fabrik monatelang still. Wohin jetzt? Wir durchsuchen die Lagerhäuser, machen das gebunkerte Kokain unbrauchbar und verschwinden. Verstanden. Das heißt Zwangsurlaub für die Mitarbeiter. Die würden sich freuen. Ja. Wer hat jetzt den Sprengstoff eingepackt? Ich hab keinen Sprengstoff. Ich hab nur ein paar Handgranaten. Die bringen, glaube ich, nicht viel. Also, klar, ich kann mit Granaten auch Kokain in die Luft jagen und das ist bestimmt auch ganz lustig. Nee, ich habe auch nur Minen. Das C4 habe ich noch nicht. Ich denke, Hauptsache die Sprengkraft ist groß genug. Stellt sich jetzt halt nur die Frage, wo haben wir die Ziele, wo muss es Bumm machen? Einmal hat Banwa, glaube ich, schon den richtigen Riecher gehabt. Oh. Bei dem Gebäude. Ich nähere mich diesem Gebäude jetzt. Ja, quasi deine Blickrichtung jetzt rechts, das Gebäude. Verstanden. An Banwa gerichtet. Rechts das Gebäude, ah ja, okay. Mit der gelben Tür. Ja, du bewegst dich auf das Richtige zu. Ist bei den Bahnschienen. Schloss kurz geschlossen, los. Wird geöffnet. Sind zwei Lager sind das. Habe einen Kokainvorrat gesichtet. Ja, ist doch sauber. Wie sieht denn dieser Vorrat bei dir aus? Ich kann hier in dem Schlachthaus nämlich nichts entdecken. Ich sehe noch keinen Vorrat. Sind das große, dicke, weiße Säcke oder sind das kleine, weiße Päckchen oder wie oder was? Ich sehe hier große, weiße Päckchen. Auf Paletten? Nein, in Kisten. Granate, hola putas! Oh, das wird jetzt laut, glaube ich. Seid ihr zusammen da? Nein, aber ich habe eine Explosion gehört. Doch, bei mir hat einer gehört. Carajo, nos están atacando! Oh nein. Oh, sie haben mich entdeckt. Nur dich? Oder andere Leute? Ich bin gedeckt. Wir geben mich erstmal ich spiele jetzt gleich irgendein Auto und ziehe die Jungs dann einfach hier weg. Okay. Verstanden. Also wir haben einmal, wisst ihr noch das Dach, auf dem Ripper stand? Also nicht das hohe Auto, Dach von dem... Auto kommt die Straße entlang. Ja, die steigen aus. Da wo die zwei ist, sind zwei Autos. Verdammt, da bin ich gerade oben auf den Dächern. Sie sind zu acht. Also ich bin weitestgehend und noch ein weiteres Auto. Ungesichtet. Das ist nur unser Scharfschütze. Ja. Okay. Ich höre Schüsse von Richtung der Raffinerie, ist das korrekt? Ja. Also bei der 2 kommt noch einer zwischen den Gebäuden rumgelaufen und ansonsten bei den Hügeln. Oh mein Gott! Ich glaube noch mehr rum. Habe ich ein paar rausziehen können? Haben wir ausgeschalten?
Auf der Straße sind noch zwei weitere. Wurde entdeckt. Oder? Ja. Momentan sind alle Gegner ausgeschalten. Nein, da kommt noch einer angekrochen. Ich glaube, jetzt sind wir eh aufgeflogen, oder? Ich denke schon. Eins kommt in meine kommt grob in meine Richtung. Unser Scharfschütze steht von hinten unter Beschuss. Aber beide ausgeschaltet. Ich hätte hier ein Santa Blanca Spielzeug. Also ich sehe im Moment keine weiteren Verstärkungsleute von denen. Scheint ruhig zu sein. Wann war? Wann war es vor Schreck gestorben, oder was? Nein, vielleicht hat sein Mikro aufgegeben. Ich denke, er könnte in Schwierigkeiten gewesen sein. Er hat was gesagt, bevor er geschwiegen hat. Position. Geht einmal zu den Bahnschienen. Und dort müsste das Gebäude sein, wo die Türen offen stehen. Und davon dann einmal. Ich meine, es quasi, wenn ihr dann auf die Türen guckt, nach links weggegangen. Dort kam auch wieder ein Funkspruch, dass Verstärkung anrücken soll. Ja, die haben mich schon wieder irgendwo gesehen. Ich weiß nur nicht von wo. Ich rücke selbst einmal in die Richtung vor. Wir müssen Wanwa suchen. Ich schalte jetzt erstmal kurz den Scharfschützen da im Dach aus. Ich bin jetzt an den Bahnschienen. So, der Scharfschütze im Turm ist down. Fuck, hier am Bahnhof sind noch weitere Gegner. Keine Ahnung, wo genau. Verdammt, das schwere Geschütz ist bemannt. Bin direkt hinter dir. Fuck, das wird nichts. Nein, nein. Mist, ich werde eingekreist. Go down. Komm. Du schaffst das. Alter, letzte Sekunde, ey. Meine Fresse, danke. Ja. Wo sind denn unsere anderen zwei Pappnasen? Ich habe so keinen Funkkontakt. Negativ. Ja. Mal die Bahn, den Bahnsteig entlang laufen. Da liegt sie hier irgendwo im Gebäude. Negativ. Wieder am Bahnsteig. Auch negativ. Also ich sehe auch nichts. Letzte bekannte Position von unserem Chefchen war ja an den Bahnschienen irgendwo. Irgendwo nahe Zielgebiet, glaube ich. Oh fuck, der kommt genau auf uns zu. Ins Gebäude, ins Gebäude. Das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht, das schaffe ich nicht. Doch. Puh.
Er schwebt über den vorderen Teil des Geländes. Wird jetzt. Ist jetzt wieder auf unserer Höhe. Seht den Heli? Kein Sichtkontakt, ja. Oh, ich glaube, ich sehe unsere Chefin. Ah, der Heli ist direkt über mir. Wo ist sie? Ich hole mal unsere Chefin hier zurück. Komm, erheb dich. Los, keine Verbaulichkeit hier. Oh, das hat weh getan. Einmal schnell in das Haus rein. Ja, nur kommst du zu uns rüber, direkt auf der gegenüberliegenden Seite von den Gleisen. Ich bin unterwegs. Ich werde einmal mit der Drohne Ausschau halten, ob ich Warnwaffe finden kann. Bist du auch hier drin jetzt? Bin drin. Ach da! Ich sollte mir mal eine neue Brille kaufen, glaube ich. Oder die alte mal putzen. Also letzte bekannte Position von Vanva war da, wo ihr gerade rausschleicht. Also die Seitentür von unserem Gebäude. Und da ist er quasi so schräg nach rechts weggelaufen, irgendwo in die Richtung. Okay. Moment, ich kann... Ich sehe ihn, er ist oben in dem Gebäude drin. Das Gebäude, wo ihr gerade drin seid. Verstanden. Ich hab die Treppe. Es befindet sich an dem Außenbereich von dem Haus. Hey, Herr Sanitäter. Komm, aufwärmen. Hallo, wach werden. Das war knapp. Oh, ich dachte schon, es hätte jetzt der Stündlein geschlagen. Ja, ja, schlafen bei der Arbeit, ist klar. Ich weiß nicht, wo der herkam. Wie ist die aktuelle Situation? Das wissen wir gerade nicht. Wir mussten uns gerade erstmal alle zusammen sammeln. Okay. Und so ein paar Kugeln aus dem Körper rauspulen und aus den Sicherheitswesten. Oh. So, anscheinend ist das erste Kokain schon durch die Explosion von dem Tank zerstört worden. Wir müssen quasi in die Richtung, wo wir hergekommen sind. Und da das große Gebäude, also nicht das hohe Gebäude, sondern das andere längliche große Gebäude mit den Containern dran. Da müsste noch weiteres Kokain sein. Dann holen wir uns mal. Mhm. Damit komme ich vielleicht auch ein bisschen mehr auf die Beine. Du sollst das Zeug nicht schnüffeln, du sollst es zerstören. Oh. Ich fahre. Ich höre Autos. Bereit, ja, das ist positiv, das bin ich. Okay. Hier unten ist so eine Sicherheitstür. Das Ding da? Geh auf und ich schätze ja. Was sonst ist so gut gesichert? Wenn der Schaden im Kontrollraum hat wohl die Schlösser überbrückt. Durchkämmt das Gebäude und vernichtet alle Kokainvorräte, die oh. Ihr findet. Irgendwo wären wir hier. Direkt im Gebäude. Oh. Ist ausgeschalten. Sie mit der Drohne ausfindig zu machen. Das sind erst Geschütze im Gebäude. Sie konnten funken. Wir könnten jetzt im Gebäude verschanzen. Verschanzt ihr euch mal im Gebäude? Ich schnapp mir das. Da ist ein Vorrat. Zerstören wir ihn. Oben ist ja, noch ja, ich fahr das nur, dass wir hier Munition ein bisschen... oben im Gebäude. Boah. Ja. Und oben ist anscheinend auch Kokain. Ich glaube zumindest, das ist das, was hier abgepackt liegt. Auf jeden Fall müssen wir das nachher sprengen. Das obwohl unten liegt auch noch etwas. Ach, das Geschütz. Ich dachte, das Auto geschützt. Ja, das Auto geschützt können wir auch nehmen. Huch! Vorsicht, da springt was, springt was. Aber irgendwie tut sich hier mit dem Geschütz kann man das nicht zerfetzen. Dann wahrscheinlich nur mit Granaten. Granate fliegt, nehmt das. Ja. Yep. Oh. War glaube ich das grüne Methylamin. Oh, 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 Schuss von draußen. Anscheinend wurden die Kokainvorräte. Oh! Vorsicht. Die anderen Kokain. Wir haben ja alles an Koka zerlegt. Glaube noch nicht, oder?
Jetzt wird hier alles zerlegt. Oh, da war tatsächlich was. Ach man, unser Sani. Ich habe wohl unseren Job ausgefüllt. Ja? Na, noch brennt's nicht. Moment. Hier oben sind auch noch. Für Kisten, solche Arbeiten habe ich doch das, den richtigen Job. Man legt eine Granate daneben und geht deiner Wege. Granate fliegt. Komm, wo ist also da, einmal raus aus dem Häuschen. Vorrat zerstört. Weiter im Text. Ja. Jetzt hier ist der Wagen am Brennen. Alles zerstört. Dann sollten wir vielleicht drüben doch nochmal kontrollieren, ob da auch alles zerstört ist. Granate, oh Gott, fliegt. Wagen gerade hoch. Das war das Luftabwehrgeschütz. Ich glaube, hier steht nicht mehr viel. Ah, das ist viel Zeug. Ah, wäre schön, wenn man die umprogrammieren könnte, aber das funktioniert leider nicht. Die sind irgendwie durch ein Zentralsystem irgendwo, irgendwann gesichert worden und keiner weiß wie. Wer hat denn die Gegend hier so zerlegt? Ich könnte mir vorstellen, das war so ein Typ mit weißem Hemd und einer Jeanshose. Ah! Kann ich mir nicht vorstellen. Aha. Oh. Kann es sein, dass ich hier noch was hab? Das vor uns? Ja, das kann gut sein, dass das dann tatsächlich ein Versuch ist. Ja, hier hinten ist doch auch noch Gelände, ganz viel. Das ist weg. Ach so, hier ist auch noch eine Kiste. Ach, ganz hinten, okay. Ja. Granate fliegt! Ach, und auf meiner Seite hier sind auch noch welche. Ja. Die haben ja alles voll gemacht mit dem Kokain. Granate! Ja, das soll wohl Geld bringen. Anscheinend. Einmal runter von den Bahnschienen. Pulver, den wir da gerade weggeblasen haben. Da wird jemand Das setzt El Emissario unter Druck. Er muss darauf reagieren und sich zeigen. Die Bahn kommt, glaube ich, gerade. Vielleicht ist da ja noch was drauf. Gut, dann haben wir hier alles erledigt. Ist das durch? Ja. Er besorgt uns ein Auto. Hat ihr hier vor uns ein Heli gesehen? War ein Heli. Der hat nicht überlebt, okay. Aber wir sollten gucken, dass wir mal aus dem Gebiet rauskommen. Ich muss nämlich meine Speicherkarte austauschen. Na dann, die Straße herunter stehen noch die Wagen von der Verstärkung. Anschneiden, Leute. Hier ist unser Sanitäter. Ei, hallo, ich will einsteigen. Ich finde immer ein Fahrzeug. Aha. Ja. Hängt dran, dann bleibt es auch Zeug zum Abnehmen. Na, das haben wir ja vorhin gesehen, ne? Ja. Wo befindet sich das Team? Sind unterwegs. Wo ist denn hier ein Auto? Ich weiß auch nicht, wo die hin sind. Ich weiß nicht, wo also seid ihr? Von den Bahnschienen aus, wo seid ihr hin? Naja. Auf der Straße, wo die Verstärkung steht. Wir kommen mal zu den Bahnschienen zurück. Da sind sie. Da komm. Falsche Seite, da sitz ich. Mann. Putz dir die Gläser! Du hättest auch rüberrutschen können. Nö, ich sitze hier ganz schön. Ich hab schon vorgefurzt, also. Ah ja. So ein gesessenes Leber. auf den Schienen zu bleiben. Willst du oben nicht auf den Gleisen stehen bleiben? Wo muss ich denn hin? Ja, aber nicht auf den Gleisen stehen. Mach mal ein bisschen Meter vor. Also, wir müssen sehr weit fahren, deswegen wir können gerne jetzt so nach rechts und dann einfach ein Stück. Steig lieber mal aus, bevor der jetzt gleich zukommt. Die Richtung ist gut, vielleicht von den Schienen dann runter. So, und jetzt muss ich mal die Speicherkarte wechseln. Ja. Das geht mit Sicherheit auch. Ich stimme zu. Gut, dann in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an der ganzen Sache, auch wenn dann auf einmal so mittendrin gar keiner mehr geredet hat, sondern nur noch Ren und Monolog führen durfte. Und wir fahren hier richtig ab, ganz klar. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es dann wieder heißt. Kommt zurück zu Ghost Recon Wildlands. Bis dahin. Tschüss.